Flugzeug von Notre-Dame ab, übrigens nur von Montag bis Donnerstag als quasi Motor. Nein, einfach nur nein. 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 Nein, wirklich nicht. Nein. Nein. Alt, uralt, mein Schmied, der schwätzt immer noch. Ein Zauberer kommt niemals zu spät, noch zu früh. Er trifft immer dann ein, wann er es für richtig erachtet. In der Tat. Schwere Rüstung, den Scheiß brauche ich nicht. Geh mir weg mit dem Scheiß. Das müllt mein Inventar zu. Habe ich tatsächlich ein bisschen gebraucht? Ah, schön. Wirklich schön. Zerstöre. Hab doch einmal Danke für eure Hilfe. Nun solltet ihr mit Radagast dem Braun sprechen. Er wartet in dem Turm hier im Lager auf euch. Was? Ach, der sucht sich auch immer einen neuen Turm. Das mein Kerl bekommt gerade einen Krampf. Oh, ich hab's schon verstanden. Ja, das dürfte gehen. Ich werde hier bleiben und den Eglänen beim Kampf gegen Ivar helfen. Ich kann nicht zulassen, dass unschuldige Kreaturen für derart böse Zwecke benutzt werden. Ich muss mich nun von euch verabschieden. Juhu! Stufe 32! Wer sind der Charakter? Okay. Jetzt, weiß jemand, ob Gildo uns noch lieb hat? Mappa. Sein Verimnus Eckenpreis. Bin hier falsch. Ich habe eine neue Fertigkeit bekommen. Ein Schwall kühner Worte und jetzt ein Schub von Eiskälte auf den Feind. Wie anfänglich. Ah, okay, das kann da unten bleiben. Erst nach 23 Uhr. Ist ja gleich. Nur noch 22 Level von dir entfernt. Ja, läuft doch. Läuft doch. Der geht schneller als man denkt. Je nachdem, wie viel wir heute noch machen. Eine Stunde machen wir auf jeden Fall. Die Glane und unsere Verbündeten aus Alfdane konnten ihre Streitkräfte aufhalten. Zumindest für den Augenblick. Werde andernorts gebraucht und muss mich jetzt von euch verabschieden. Geht jetzt, denn Ilsa möchte noch einmal mit euch sprechen. Ich komme nicht mehr mit. Der Kurs habe ich kaputt gemacht. Oh. Nein! So viele neue Quests Ich noch. grüße euch, Freund der Kleine Wildnis. Gefährtengruppe. So ist es dazu Das ist gekommen. Solo. Ich Das ist auch fürchte, wir können Solo. nur wenig tun. Ich muss euch eine Kleine Geschichte erzählen. Gefährtengruppe. Hier lauert das Böse. Solo. Okay, ich nehme nur das an, was Solo ist. Kleine Gefährtengruppe meine ich. Da brauche ich dann Verstärkung. Ja, ich glaube, wir Was kommen kann heute ich für doch noch euch nicht tun? nach Dingens. Ihr habt viel dazu beigetragen, dass wir in Agamau, oh Gott, Hilfe, bestehen konnten.
Vielen Dank. Wenn wir hier die Stellung halten, sollen benötigen wir Vorräte. Bringt diesen Brief zu Frederik und dieses Päckchen hier zu meiner Schwester Hannah, damit sie weiß, dass ich noch am Leben bin. Sie ist jetzt ganz auf sich gestellt und ich mache mir Sorgen um sie. Im Süden findet ihr einen Durchgang zurück nach Haragma, in den südlichen Teil des Rotsumpfes. Wendet euch dort dann nach Westen und ihr gelangt zurück zur Feste Gorus. Eilt dorthin und lasst mein Volk wissen, dass zumindest im Augenblick kein Grund zur Sorge besteht. Welche Quest war das wegen der Indie? Das war. Meinst du jetzt, damals im alten Wald oder meinst du. Doch, das war die einzige Indie bis jetzt. Das hier ist ja ein freies Gebiet. Das mit der Indie war. Klage der Weide, die Saat der Fäulnis. Ah, sehr gut. Sehr, sehr gut. Kleine Gefährtengruppe. Gefährtengruppe. Kleine Gefährtengruppe. Okay, da, wahrscheinlich kann ich das meiste hier sowieso nicht machen. Wer brauche ich denn tatsächlich euch für? Weil die Gruppenquests mache ich nicht. Nee, 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 nee. Und spielt den Platz, man muss das eintragen. Also diese Woche nicht mehr. Also zumindest habe ich diese Woche keine Zeit mehr dafür. Tatsächlich. Ab nächste Woche wahrscheinlich. So, bin dann auch mal schlafen. Viel Spaß noch. Ja, vielen, vielen lieben Dank, dass du wieder dabei warst. Dann wünsche ich dir eine wundervolle Nacht. Einen wundervollen Tag. Morgen. Und ein schönes Wochenende. Ich glaube, vorher. Sieht und hört man sich nicht mehr. Ja, Pesmo. So, jetzt müssen wir uns erstmal hier noch durchschlagen. Wenn ein Delfin kifft, ist er dann. Hi. Jetzt. Na, jetzt auch nicht mehr. Nächste Woche. Muss nur gucken, wann ich das streame. Dann hat jeder was davon. Durchaus möglich, ja. Kann sich jeder drüber lustig machen. Ja, wie gesagt, diese Woche nicht mehr. Aber nächste Woche, klar. Als Halloween-Stream.
Nee, falls ich Sonntag streamen sollte, ist was anderes geplant. Falls, wie gesagt. Ob ich Sonntag streame, weiß ich noch nicht. Aber wenn es was, ist definitiv was anderes geplant. Da. Der guckt nichts. Nichts mit Fassmo zumindest. Da gab es andere Wünsche. Brauche ich die da auch? Alles gut, Iron. Sag einfach wann und dann finden wir schon einen Tag. Würde ich sagen. Entweder off oder on stream. Je nachdem. Die den Baum jetzt? Ja. Irgendwas stimmt mit dem Baum nicht. Ganz schön fast jeden Sonntag passen. Okay. Wie gesagt, wir finden das schon einen Tag. Denken wir mal, das mit dem Gebiet, was fertig. Nein, kommt doch mehr. Ja, das denke ich mir ja hier auch gerade. Also habe ich gefreut. Oh ja. Ist ja jetzt endlich vorbei. Ein Scheiß ist es. Und damit, ich will eigentlich echt dieses Gebiet heute fertig kriegen, ne? Das Problem ist halt, ich muss eigentlich früh ins Bett. Platin kann ich auch noch nicht bauen. Aber Level 33 schaffst du dann? Nein. Level 33 schaffe ich nicht mehr. Also das schaffe ich heute wirklich nicht mehr. Das wird etwas schwierig. Ah, noch so ein verrotteter Baumstamm. Möchte aber gleich sagen, ich fluche wie ein Hafenarbeiter. Das ist gut. Ich glaube, dann wird es nicht gruselig, dann wird es nur lustig. Okay, die brauche ich nicht.
bisschen. Ja. Es ist installiert. Ah ja. Sehr schön. Ich möchte dieses Gebiet verlassen. Gerne heute. Ich möchte eigentlich nur in die Nordhöhen. Da will ich unbedingt hin heute. Das ist echt so ein. Das Ziel will ich erreichen. Nö, Baum hat mich entdeckt. Aaron, du kannst dann quasi mit uns machen, was du möchtest. Und ich weiß, wie das gerade klingt. Wir sind zwei Noobies bei Phasmo. Ich weiß übrigens überhaupt nicht, wie irgendwas funktioniert. Geschweige denn die Steuerung. Du wirst uns einiges erklären müssen. Das klingt sehr falsch. Ich weiß. Wir sind ab 18. Ich darf das. Es darf falsch klingen. Von 15. Kein Thema, ich bin human. Zumindest am Anfang bin ich auch ein Schwester, also kein Stress. Ja, ich werde sowieso relativ schnell tot sein. Für mich wird es dann halt so wild, wenn ich schon vom Jordan bin. Nicht am Anfang. Na, weißt du nicht. Weißt du nicht. Der Schuss ist weg. Mal gucken. Mal gucken. Pflaster, Mittelfinger, Zippen, Sätze. Wieso Pflaster? Hast du dich geschnitten? Wow. Rücken. Rücken sagt nein. Wie kriegen sie ihren Rücken am besten kaputt? Ja. Da liegt eine Leiche. Die hätte ich gerne. Ich freue mich immer wieder über Leichen. Also ich schaffe alles. Ich schaffe alles, in irgendeiner Art und Weise drauf zu gehen. Wenn das Kartoffelschirm ist, ich finde, du piekst. Nichts Schlimmes. Geht mir darum, dass da kein Dreck reinkommt. Oh. Klingt trotzdem blöd. Brauchst du einen Schleicher?
Ja. Hab hart dran gearbeitet. Das glaube ich dir sogar. Das glaube ich dir sogar. Oh Gott, nur noch diese ekelhaften Schleicher. Und Typi, der hier alles mit einem Schlag kaputt macht, hat natürlich alles weggedingselt, was hier nur wegzumachen war. Ätzend. Ich hasse das, wenn Leute, die ein höheres Level haben, hier durch die Gebiete durchtigern. Wo man nichts mehr findet. Da. Zwei Stück noch. Wenn ich hart werden. Perfekt. Direkt reingerannt. Also nur noch einen. Nicht eigentlich fertig. Sehr gut. Ja, in den Gebieten hier ist man immer relativ oft und lang. Wie gesagt, merkt man halt auch. Gerade hier. Da ist noch einer. Ja, aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Das habe ich das eine Mal mit Kaya schon versucht und ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja, du sowieso, Kaya. Du bist immer lost. Vor allem, weil du noch nicht mehr wusstest, was ich zu dem Zeitpunkt meinte. Das war witzig. Das wäre super. Ich habe echt keinen blassen Schimmer, wie das funktioniert. So, und weh, wir kriegen jetzt neue Solo-Quests. Dann drehe ich am Rad. Warum belästigt ihr mich? Ja, die Frage stelle ich mir auch gerade. Ist die Tat also vollbracht. Ihr habt euch wacker geschlagen. So, und das andere sind die Gruppenquests.
Okay. Das heißt, wie gesagt, bis auf die Gruppenquests. Dann muss fertig. Und die Gruppenquests mache ich dann, wenn ich entweder mehr Level auf dem Kasten habe. Oder falls Mappa und Albert, ihr beiden da Bock drauf habt. Wenn ihr da halt auch hin müsst. Dann würde ich das quasi mit dem verbinden. Dann können wir die alle zusammen wunderbar fertig machen. Weil vielleicht kommen wir jetzt doch endlich in die Nordhöhen. Ich kann ihn nämlich noch einen kurzen Halt in Bree machen. Kann da einmal. Gut, wie meine Rüstung komplett rot ist. Nein. Nein, du musst deine Ausrüstung reparieren. Kannst du bei manchen oder bei vielen Händlern kannst du dann einfach Rüstung reparieren machen. Ich nehme nicht an, dass du hier diese Icons hier meinst, sondern dass es wirklich komplett rot ist, weil das musst du reparieren. Was benötigt ihr? Meiner Schwester geht es gut. Es freut mich sehr, das zu hören. Was bringt ihr mir da? Vielen Dank, dass ihr mir dies gebracht habt. Ich habe Angst um meine Schwester, denn der Sumpf ist ein gar schreckenerregender Ort. Aber ich bin mir bewusst, dass das, was sie tut, zum Wohle der Eglane ist. Jetzt sollten wir wohl Frederik das Brief überbringen. Wie weiß ich, was ich für Dungeons machen kann? Ich muss jetzt einmal ganz kurz gucken. Für gewöhnlich, wenn du im Instanzenfinder hier die einzelnen Sachen anklickst, steht hier meistens Minimum oder halt das Maximum, was man dafür, ne, braucht. Ja, immer so ab Level 20. Aber in Dungeons würdest du niemals alleine reingehen. Also mit Stufe 10 definitiv noch nicht. Also ab 20 kannst du zumindest ins große Hügelgrab. Geh da aber niemals allein rein. Niemals. Also mindestens eine Dreier-Truppe brauchst du, um das Hügelgrab zu machen. Ist bisher, zumindest bis zu den einsamen Landen, der einzige Dungeon bisher. Es gibt dann noch zwei Instanzen. Die eine ist hier in der verlassenen Herberge. Ich weiß aber nicht, ob die halt VIP gebunden ist oder ob die frei ist. Und dann gibt es hier im Bockland noch eine Instanz. Da brauchst du auch jeweils eine Gruppe für. Die kannst du dann, also da siehst du dann durch die Quest ab, wann du das machen solltest. Und ganz, 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 ganz später kommen dann viel mehr. Du kannst natürlich hier die ganzen Instanzen über den Instanzenfinder kannst du natürlich machen. Du kannst auch in vieles, glaube ich, alleine reingehen. Empfiehlt sich aber nicht. Und dann hast du hier halt Leute, die auch suchen. Der Instanzenfinder wird jetzt zumindest häufiger genutzt als früher. Aber hier steht dann auch immer, welche Größe man haben muss, um mit reinzugehen. Wobei du, wie gesagt, auch alleine reingehen kannst. Empfiehlt sich halt nicht. In aller Regel.
Also ab 20 kannst du schon überlegen, Dungeons zu machen. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Den Sumpf zu durchqueren ist alles andere als einfach. Ihr habt wirklich bemerkenswerten Mut bewiesen. Elsa bestätigt dies auch in ihrem Brief. Sie spricht in lobenden Worten über euch. Sie ist da hinten. Da ganz hinten. Und schreibt dir ein. Also, die schickt dich nach da. Warum steht ihr nicht einfach zusammen da? Und sie. Warum schreibt sie nicht einen Brief für beide? Mann. Sie spricht in lobenden Worten über euch. Ich werde einige Vorräte für Elsa und Eriak zusammenstellen. Bitte sag nicht, dass ich dann wieder zurück muss. Okay, wir haben Buch 2 beendet. Wir haben Buch 2 beendet. Düsterblatt. Düsterblatt im Nordwesten. Beauftragt die verdorbenen Kreaturen. Ach, Mist. Okay, dafür muss ich dahin. Das kann ich noch nicht allein machen. Das ist die eine Instanz. Ganz ehrlich, dann mache ich diese eine letzte Quest. Wenn ich da sowieso wieder hin muss. Dauert ja nicht lange. Oder offscreen. Okay. Okay. So. Was wollt ihr? Südbree, Schnellreise. Okay, komm. Machen wir. So. Bre. So. Jetzt will ich einmal noch mal kurz was verkaufen. Was brauche ich jetzt nochmal für mein Handwerk? Gold und hochwertiges Eisen. Weil dann will ich nochmal kurz ein bisschen was herstellen. Nee, das war falsch. Will ich, glaube ich, bald ins Bett. Möchte morgen Vormittag mit meiner Mutti bummeln. Ja, ich muss auch tatsächlich bald ins Bett. Also, so lange mache ich auch nicht mehr. Warte. Ich habe Verbündete.
wo ich in Bremen eine Belohnung für den höchsten Ruf bekomme. Yep, kann ich dir gleich zeigen. Ich muss nur einmal ganz kurz hier gucken, wo meine Sachen... Hopfeisen. Brocken. Hochwertiges. Golderz. So, dann packe ich hier nochmal die Truhen rein. Wie brauche ich dafür? Das sind 4 Goldmünzen und 500 Silberstücke. Ne, erst wenn es voll ist. So. Eine Frage noch. Ist es egal, wo ich mich auslogge oder sollte ich an speziellen Plätzen mich ausloggen? Am ehesten da, wo es sicher ist. Da du kein VIP bist, oder eigentlich ist es sowieso egal, weil ich den Ausruhbonus kriegst, meine ich nur, wenn du VIP bist. Also eigentlich ist es egal, du solltest dich natürlich nur sicher hinstellen. Aber in der Regel ist es egal. Ich glaube, wenn du in den Städten bist, kriegst... Weiß ich gar nicht, ob du da einen Bonus kriegst. Ich glaube nicht. Nee. Wochenende. Ne, das ist ein Wochenendsbonus. Ne, ich meine, es ist egal. Solange du sicher stehst. So. Dann fertige ich einmal kurz alles und dann... Dann zeige ich dir einmal kurz, wo man die Belohnung kriegt. Weil wie gesagt, hier gibt es halt nicht diesen Ruhebonus. Weil... Ich habe zumindest gelesen, dass es diesen Ruhebonus nur gibt, wenn du VIP bist. Und den kriegst du automatisch. Gott, geht das schnell. Oh, mir fehlt noch so viel. Okay. Schichtischer Schubdi-Wupp-Kartoffel. Vogel in Togo aus vorbei, Kartoffelbrei. Oh mein Gott. Ciao, Iron. So. Wo man die Belohnungen bekommt. Also, wenn du zum Beispiel jetzt hier stehst, also hier unten am Tor. Dann am besten hier lang. Zeige ich es dann gleich nochmal auf der Karte. Am besten hier lang. Hier einmal an der Seite lang, wo der verlorene Schatten ist. Und dann kannst du hier bei den Menschen von Bre, also hier auf der Karte, wo das Lagerfeuer ist und diese Sternchen, da ist das Haus, wo du zum Beispiel in Bre deine Belohnung holen kannst. Und ich meine... Die für die höchste Stufe beim Ruf bekommt man hier. Hier kriegt man die für die höchste Rufbelohnungsstufe. Alles. Bei den anderen weiß ich jetzt noch nicht. Ich glaube, bei den Hobbits ist es in Michelbinge. Beim Martomhaus oben. Und bei den Elben weiß ich es aber tatsächlich gar nicht. Genau. Doch, bei den Zwergen ist es, meine ich, Thorins Halle. Ja, genau, wo die Jagdaufträge sind. Also meistens immer da gucken, wo hier diese Sterne sind. Da kannst du in aller Regel auch deine Ruf-Items kriegen. Hab nur bei Bremen schon die höchste. Ja, hier muss ich noch. Auf meinem anderen Char... Habe ich es ja schon. Warte, ich komme nach, komm mal nach Bre. Okay, ich warte mal beim Tänzenden Pony.
Danach mache ich mich aber auf den Weg zu den Nordhöhen. Da möchte ich heute unbedingt noch hin. Ich möchte unbedingt noch die Nordhöhen erkunden. Also ich warte einmal beim Gasthaus. Das ist hier oben. Direkt. Huch, ich sollte wieder richtig reiten. Bre war ja nur Verwandter. Es ist. Huch, ich bin hier aber komplett falsch gerade. Ja, der Höchstruf ist allgemein immer Verwandter. Und in. Warte, hier habe ich überall. Verbündeter. Verbündeter Freundin. Ja, ich brauche noch ein bisschen. Ich komme. Lass dir Zeit, lass dir Zeit. Ich muss erstmal. Ich muss erstmal selber zum Gasthaus kommen. Und gute Nacht, Iron. Schlaf schön und schön, dass du so lange dabei warst. Und träum was Schönes. Da ging das ja so schnell wegen den komischen Schmuckstücken. Ja. Wobei, wenn du Glück hast, kannst du hier halt auch für die Martum-Gesellschaft ganz viel kriegen. Ach, hier sind wieder die Leute, die RP machen. Hier ist ein Konzert. Aber da ich kein RP mache, will ich mich da auch ungern hinstellen. Bei den Konzerten. Ich habe immer Angst, dass sie mich dann anlabern. Ah! Dachchen! So trifft man sich. So, das tut man, wenn man Langeweile hat. Ach, das sind die da hinten. Ja. Da hatte ich auch ein paar Hügelgräber bekommen. Ja, da muss ich dann auch noch mal hin. Da muss ich dann auch noch mal hin. In die Hügelgräber. Aber wie gesagt, als erstes kommt jetzt hier hoch in die Nordhöhen. Ist jetzt das Erste, was wir machen. Es wird schön. Ich glaube, dafür habe ich auch noch irgendwo. Da? Nee, die Quest hatte ich schon abgegeben. Stimmt, ich hätte sie abgegeben und nichts Neues für angenommen. Hm, 23, 24. Okay. Da gab es nur 70 Punkte für Bre. 300 oder 700. Ja, es gab unterschiedlich. Ich glaube, für die Martum-Gesellschaft gab es ab und zu mal 30 ganz viel. Ich glaube, das höchste war mal 300. Ansonsten ja 30, 300 und 700. Das ist immer so das höchste. Die ähnlich sind Offscreen angegeben. Mir egal, je nachdem, wie es sich ergibt. Wann ihr Zeit habt und ne? Wenn wir alle gleichzeitig mal im Stream Zeit haben, dann on-stream. Ansonsten, wenn wir mal privat alle Zeit haben, dann auch gern privat. Dann würde ich das halt nur im Nachhinein einmal aufnehmen. Ohne was zu sagen, wahrscheinlich. Und das dann halt einfach nachsprechen. Das wäre dann das Einzige, was ich tun würde. Hallo, Fliege und hau ab. Müssen wir dann halt nur Schild besorgen. Ja. Ja, stimmt, hat es ja erzählt. Unglaublich, ich habe tatsächlich meine zwei Ziele heute erreicht, ne?
Gut, bis auf die eine Quest, die ich da halt übersehen habe, aber das ist mir jetzt tatsächlich Wayne. Muss ich 30 Level warten, dass ich mit kann. Für die Instanz, worüber wir jetzt gerade reden, musst du Level 20 sein. Und, warte mal. Jetzt muss ich einmal ganz kurz... Ich muss einmal ganz kurz gucken. Und zwar... Warte mal. Wo ist es denn jetzt? Gibt es bis zum 30.11. Kannst du dir alle Aufgabenpacks, die du sonst nur als VIP hast, also über die Quest, die wir reden, die ist da auch mit drin, kannst du dir den Code im In-Game-Shop eingeben und dann hast du alle Aufgabenpacks. Nicht die Erweiterungen, also die Erweiterungen musst du dir selber noch holen, aber alle Aufgabenpacks, die du so machen kannst. Und dann könntest du rein theoretisch auch mitgehen. Sobald du Level 20 bist. Dann könntest du das auch machen. Dazu musst du aber, wie gesagt, den Code eingeben. Und dann... Kannst du die Quest auch mitmachen. Jetzt sind wir wieder rein ins Spiel. Bin ich da nicht gerade? Nee. Das ist Hügelgrabeisen. Wie gesagt, wenn du dann den Code eingeben möchtest, musst du einfach nur hier unten auf das Lotus Shop Icon gehen. Ach, das ist eine Quest von den Aufgabenpaketen. Gut zu wissen. Ja. Ja. Das ist, meine ich, eines, was da zu den Aufgabenpacks gehört. Genauso wie die andere Instanz, bei der ich bald eure Hilfe brauche. Da brauchst du aber noch ein bisschen hin, Hybrid. Und zwar diese hier. Herberge der Verlassenen. Schlag Mitternacht. Diese Instanz ist für VIP-Mitglieder kostenlos, aber kostenlos und Premium... Spieler müssen sie zunächst erwerben. Ist halt, wie gesagt, dieser... Ne? Diese Aufgabenpack-Dinger. Für die großen Gebiete, wie gesagt, muss man dann halt die Code, die Punkte sammeln oder halt sich das kaufen. Ich hab den Code sehr gut. Muss ich nur annehmen. Ja, ich habe es halt direkt angenommen und dachte, ja, man könnte sie ja vielleicht mal versuchen. Ja, hat der schlecht als recht funktioniert. Ja, wir sind gleich in den Nordhöhen. Ich weiß gar nicht, was kommt nach den Nordhöhen. Muss ich einmal kurz nachgucken. Nach den Nordhöhen kommt hier der Wildwald. Rein theoretisch. Oder? Ja, gut. Ich könnte auch, je nachdem, bei welcher Stufe ich bin, könnte ich auch das hier oben machen. Und den Nordwald dann als letztes. Aus den Gebieten. Mal gucken. Weil Nordwald ist nur das hier. Wildwald. Wildwald ist nur das hier. meinst du die... Quest. Warte, wie heißt die nochmal? Klage der Weide. Kannst du hier im Bockland. Da musst du hier einmal runter ins Bockland. Da kannst du die Quest annehmen. Frag mich aber nicht, bei welchem der NPCs. Einfach mal mit allen quatschen und wenn du bei Klage der Weide. Und irgendwas mit Instanz siehst, dann... Die erste Instanz kannst du alleine machen. Die zweite Instanz, die danach kommt, also... die da vorhin ist, die muss man dann zusammen machen. Ja, Mama, ich weiß. Aber...
Brunorek hat er gerade noch gefragt, aber halt, okay. Deine Quest, also die mit der verlassenen Herberge, die findest du direkt in der Herberge. Die kannst du direkt bei dem Regel da an der Theke annehmen. Die müsste dazu bis irgendwo sein. Meine ich. Bei dem OP. Yep, genau. Genau bei dem. So, seid ihr auf das nächste Gebiet gespannt? Ich ja. Ich hab's schon mal ganz kurz gesehen. Bin echt gespannt, was jetzt kommt. Jetzt würde ich mir wünschen, mich so auszukennen wie FF14 oder WoW. Wenn ich dir etwas helfen, dass nicht alles durcheinander beantworten muss. Och, alles gut. Es ist manchmal halt ein bisschen schwierig. Aber da kommst du ja irgendwann auch noch rein. Beziehungsweise ihr beide. Ja, ich bin seit... Warte. Seit dem Punkt hier, also seit der Schneise hier, bin ich weiter als hier zuvor. Und so weit war ich jetzt noch nie. Das ist jetzt alles neu. Alles neu, was ich jetzt hier erlebe. Und deswegen bin ich halt auch so mega aufgeregt, ne? Das Gebiet, wo ich jetzt hier bin, gibt es auch nur, ich betone, nur durch die Aufgabenpacks. Also nur, wenn man den Code eingibt oder es sich halt im Shop kauft. Ansonsten, so ohne VIP oder ohne, dass man es sich gekauft hat, kannst du hier nicht hin. Oder du kannst da schon hin, aber du kannst keine Quests annehmen. Oder wenige. Sehr, sehr wenige. Und das wusste ich damals halt auch nicht. Dachte halt so, hä, warum kann ich hier nichts machen? Jetzt muss ich natürlich nur mal gucken. Bereue ich es, dass ich damals diese eine Quest nicht angenommen habe, weil ich sie jetzt irgendwie nicht wiederfinde. Okay, nehme ich sie trotzdem nochmal an. Weil manchmal wird die einem halt auch angezeigt, aber gerade hier. Bleibt einen Moment. Aber das ist... Nehme ich erstmal an. Ich suche halt diese eine Startquest. Die eine Startquest. Kann auch sein, dass ich dafür noch weiter nach vorne... Macht mein Fuchs da? Mein Fuchs ist kaputt. Da vorne ist er. Werde ich mal weiter. Oder? Nee. Nee, das ist hier einfach nur. Was benötigt ihr? Bitte wartet eine Minute. Okay, das ist aber jetzt noch nicht die Quest, nach der ich gesucht habe. Nee, egal. Wir sind trotzdem hier erstmal in dem Gebiet. Ich habe gerade die Holzbiene, die heißt Beere. Beere, die Holzbiene. Okay, hier ist alles etwas unter meinem Level, aber okay. Im Internet steht zwar von Level 30. Warte, nee, stimmt, von Level 18 bis. Level 18 bis 40. Ja, okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann sind das die Quests. Dann sind das die Quests. Wildwald-Mission. Nee, Wildwald. Oh, ah, okay, das ist dann das, was wir danach machen müssen. Oder nicht unbedingt danach, aber etwas später dann. Okay. Das ist also noch nicht interessant. Da geht es dann Richtung Wildwald. Gehe ich mal von aus. Also dann wieder zurück ins Breland. Okay, okay, okay. Ich hab's. Das Einzige, was aktuell doof finde, ist, dass man nicht mehr als 5 Quests gleichzeitig zeigen lassen kann. Ja, das stimmt. Das stimmt.
Wie gesagt, ich habe es mir jetzt auch angewöhnt, hier mit dem Aufgaben in der Nähe verfolgen. Manchmal vergesse ich es, aber meistens Gott sei Dank nicht. So. Bin ich jetzt einmal Was dein benötigst Meister? du?